Hallo und willkommen zurück in Minecraft. Es ist soweit. Es ist soweit. Lasst mich doch mal kurz schauen, ob ich noch Dinge brauche. Ich brauche das hier, um auf die Türme zu kommen. Ich brauche hiervon nur noch eins. Ich werde meinen Bogen brauchen. Wisst ihr was? Ich packe das schon mal ins Inventar. Nur für den Fall der Fälle. Ach ja, ich habe noch ein Phönix-Ei, ja. Was brauche ich noch? Wasser. Ich meine, ich kann fliegen. Ich werde nicht ins Void fallen. Hoffe ich. Ich könnte versuchen, den Enderdrachen ins Ei zu packen. Nee, ich glaube, das war's. Ja, dann ist es jetzt wahrscheinlich soweit, ne? Ein beherzter Sprung. Wow. Wow. Erstens, es ist kalt hier, das ist schlecht. Es ist sehr schlecht, dass es hier kalt ist. Zweitens, hallo, wie ist denn die Plattform hier bitte positioniert? Wie soll ich hier, hallo? Also ich meine, ich kann den hier machen, aber trotzdem. Drittens, es wäre eventuell gar nicht ungünstig gewesen, wenn ich, genau, wenn ich das hier dabei hätte. Dann habe ich zwar keinen Helm mehr auf der Hirse. Also wisst ihr was, ich mache das hier jetzt mal so. Weil. Na, das ist ja, das wird ja, das, ich sehe das so schon kommen. Das wird ja voll lustig hier. Ich will ja jetzt schon nicht mehr. Ich hasse Monster und Kämpfen. Egal. Versuche ich mit dem Pfeil die Kristalle so zu treffen? Fast. Ich meine, ich wollte bewusst nicht fliegen. Genau deshalb habe ich das hier und ich wollte bewusst nicht fliegen. Nein, geh weg! Geh mit jemand anderem spielen! Ich will hier nur, ich will hier doch nur in Ruhe Minecraft spielen! Ja, mich wird es jetzt hier gleich runterkatapultieren. Nein, 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 geh weg. Ich hätte es eigentlich gerne so gemacht, dass ich nicht getroffen werde. Genau so. So, und das hier kann ich nämlich nicht machen, wenn nicht der Fallschaden für mich aus wäre, denn die Musik hier und alles und. Oh. Oh! Sniper! Na? So hoch? Na komm schon. So, die mit Käfig lasse ich mal übrig, damit ich hier einen Überblick habe, was ich schon gemacht habe und was ich noch machen muss. Geh weg. Geh mit jemand anderem spielen. Ich will jetzt gerade nicht. Dann fehlt, glaube ich, nur noch der da oben, oder? Ich weiß gar nicht, muss ich bei denen, wo die Käfige drauf sind, muss ich da. Das ist ja. Wo kommen sie denn her? Oder kann ich da von unten hochschießen? Ich weiß es nicht. Ich gehe doch woanders spielen. Ich brauche hier gerade ein bisschen Ruhe. Nein! Ich. What? Ich wusste nicht, dass man da von oben, von unten, von oben, von unten, ich bin schon ganz verwirrt, ihr hört es. Ich wusste nicht, dass man da von unten auch rankommt. Das ist ja cool. So, nicht damit werfen, sondern damit. Ja. Krass. Habe ich jetzt alle? Ah, wisst ihr was? Ich hab die Flasche nicht vergessen. Ich habe Flaschen dabei. Und nehme wenigstens mal, sagen wir, 16 Stück Drachenatem mit. 16? Junge, du nervst grad. Na, wo bist du? Ah, der da oben ist. Okay. Fast.
Oh, das ist ein toter Enderman. Na, war das jetzt drüber oder dann vorbei? Ach, da ist ja noch eins. Ja. Ich dachte, ich hätte die alle schon gemacht. Was soll denn das jetzt? Die Sache ist, dass ich glaube, dass ich da hoch muss. Ich weiß nicht, ob ich da bis hochkomme. Lalalala. Ich weiß, ich bin sehr still, weil ich mich so konzentriere. Na? Nee. Hm. Jetzt aber. Ich wüsste was. Wir machen das ganz anders. Ich gehe von hier aus hoch. Ich will ja einfach nur ein bisschen sehen können, wo ich hinziele. Ich denke, das reicht dann auch schon, dass ich da. So. Ich denke, das reicht. Da komme ich hin. Hm. Oder auch nicht. Ja. Blub. Blub. So. Du gehst schön woanders spielen. Ich will nicht. Geh weg. Geh weg. Oh, der Turm ist aber hoch. Da kann überhaupt nichts mehr sein, oder? Ich habe es noch nicht knallen gehört, aber jetzt hat. Jetzt sollte der Drache sich nicht mehr regenerieren können. Oder? Ah! Oh, schlup, 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 schlup. Wie viele habe ich denn? 7, dann fehlen noch 9. Der Rest kommt wieder ins Inventar. So. Also ins Inventar kommt der Rest sowieso. So, dann. Das ist doch nicht wahr. Warum ist denn da auch noch meins? Ich hab schon längst alle gemacht. Ich bin mir ganz sicher, dass ich schon alle gemacht habe. Das ist ungefähr. Wo hast du ihn jetzt? Warum da oben? Wie soll ich da oben eintüten? Alle. Ja, mindestens. Nein. Gehen Sie weg oder ich muss Sie erschießen. So, aber jetzt. Ich glaube, das war, wenn er hier unten ist, dann. Ich weiß, ich bin ein Angsthase. Die kann ich schon mal wegpacken. So, und jetzt ein bisschen mehr Konzentration. Kommen Sie runter. Das wäre für uns beide so viel einfacher, wenn Sie runterkommen. So, das Schöne ist, dass wenn er das hier macht, es mir nicht sehr viel tut, weil ich ja keinen Fall schaffe. Oh, das hätte ich gerne zu spät. Zu spät! Kommen Sie nochmal. Einmal brauche ich noch. Ich brauche noch 3 Flaschen, bitte. Da ist eine. Warum nehme ich die Perlen mit? Ich weiß es gar nicht. Ich kann die doch zu Hause anpflanzen. Kommen Sie mal. Ich meine, kommen Sie noch mal runter. Oh, das war ja ein Versehen, dass der getroffen hat. So, jetzt einmal. Ja, schmeiß. Damit der Regen hier gleich in kleinen. Yay! Yay! So. Jetzt, erstens, sollte der. Also, der ist ebenerdig, aber ist der nicht normalerweise. Was weiß ich.
Dragon Scales. Aha. Jetzt ganz schnell nach unten schauen und dann. Patz. Und. Folgendes: Das Ei ist jetzt da reingefallen, was doof ist. Ich will aber noch nicht gehen. Ich möchte eigentlich mich noch ein bisschen im Ende umsehen. Da würde ich dann eines dieser Portale nutzen. Und da brauche ich dann sowas hier. Und ich mache das. Halt. Das war doch Hauptinsel. Okay. Und aktiviert ist er. Das heißt, so. Waystone aufstellen, aber nicht aktivieren. So. Und ja, ich könnte hier eine Treppe bauen, aber wozu? Das ist doch hässlich. So. Es hat. Oh nein, es ist richtig kalt. Oh. Oh, Fischilis. Wir fliegen jetzt hier ein bisschen rum. Solange, bis ich wahrscheinlich erfroren bin. Wir frieren ein bisschen rum. Wir fliegen ein bisschen rum. Dass es hier kalt ist, finde ich gar nicht gut. Soll ich Dinge mitnehmen? Wenn ich das jetzt so mache, dann... Doch, das muss so, oder? Ich nehme jetzt hier mal ein paar Dinge mit. Dann kann ich das... Ich kann die Sachen doch sicher alle zu Hause auch anbauen, oder? Damit kann ich nichts machen. Damit kann ich auch nichts machen. Damit kann ich das machen. Aber kann ich das auch... End Essence und Nature Essence. Ich kann also theoretisch alles anpflanzen, wenn ich mir... Moment. End Essence and Seeds. Was brauche ich denn dafür? Ich brauche da das End Agglomeratio. Und dafür brauche ich Kursfrucht, Endstone, Purpurblock. Alles klar. Dann brauche ich hier ein paar Dinge. Dann nehme ich einfach mal was mit. Mir wird kalt. Das ist gar nicht gut. Nein, halt. Ich muss mir ja überhaupt keine Sorgen machen. Ich kann ja das hier tun. Also eventuell kann ich das hier tun. Oder, ja. Sehr gut. Dann tun wir das so. Ja. Wie viel nehme ich denn mit? Einen halben Stack? Ich nehme mal einen halben Stack mit. So, dann brauche ich hiervon noch was. Einen halben Stack nehme ich auch hiervon mit. Und dann Purpurblöcke. Purpurblöcke habe ich jetzt zufällig gerade keine bei mir. Egal, wir fliegen mal rum. Und ja, ich fliege hier. Hallo, im Ende werde ich hier mit den Perlen... Nein. Kalt wird es mir halt sehr schnell. Ich finde das doof. Ich meine, ich habe ja schon damit gerechnet, dass es im Ende kalt ist. Ich finde es aber trotzdem doof. Ich hatte gehofft, dass es eventuell neutral ist. Aber ich weiß auch nicht, ob es im Sommer, also ob das hier die Temperatur der Oberwelt annimmt. Vielleicht ist es im Sommer hier dann auch heiß. Könnte sein. Schaut euch das Fischili an. Ein fliegendes Fischili. Hallo. Oh, was bist du denn? Du bist tot, bist du. Was haben wir hier? Was kann man damit machen? Entschuldigung, sie sind mir doch in die Fresse gelaufen, ins Blickfeld gelaufen, sind sie mir. Da kann ich nichts dafür. Kriegen sie sich mal wieder ein Hallo. Jetzt kommen sie her. Bringen wir es hinter uns. Hallo. Also geht doch. Was ich eigentlich möchte, wäre... Also ich habe zwar... Rucksäcke, die sind ganz toll, aber für meinen Dachboden wären die Schalker-Chests gar nicht dumm. Aha. Wehrt ihr das alles ab oder ziele ich einfach nur schlecht? Die Sache ist, dass ich hier drin aufpassen muss. Hier gibt es richtig doofe... Was haben wir denn hier? Also, aha. Aha. Aha.
Hier, ja. Ja. Hier gibt es ganz doofe Viecher, da muss ich ein bisschen aufpassen. Da, die Mimikyus. Ey! Die Mimikyus können einen nämlich imitieren, also wenn sie lang genug leben, um das zu tun. Und die imitieren auch die Waffen, die. Jetzt hör doch mit dem Käse auf! So. Die können sich auch die imitieren auch die Waffen, die ihr habt. Und es ist sehr ungünstig, wenn die dann auf einmal mit eurer Waffe auf euch losgehen. Vor allem, wenn eure Waffen schon sehr gut sind. So. Ich habe schon wieder ganz vergessen, wie lästig ihr sein könnt. Ja, wir machen das jetzt so. Ja, wenn ihr so blöde Sachen macht, dann mache ich das so. Ist das irgendwo was runter, raus oder reingefallen? Man weiß es nicht. So, da war ich schon. Hier ist ein weiterer Mimiku. Moment, ich zeige euch das mal. Wenn ich das hier mache, und er nicht stirbt. So, pass auf. Jetzt passt es sich an. Jetzt hat er mein Schwert in der Hand. Das ist voll eklig, weil mein Schwert ja auch nicht schlecht ist. Oh, der hat auch eine Rüstung an, oder? Ja. Also eigentlich hätte ich da jetzt gerne einen Drop gehabt, aber gibt's nicht. So. Wo geht's denn hier weiter? Wir schauen hier mal rein. Ich weiß gar nicht. Der arme Fisch, der hat den Fisch gekillt. Habt ihr das gesehen? So, jetzt machen wir das. So, noch jemand ohne Fahrschein? Ich habe noch gar nichts in meiner Ender Chest. Hups. Was haben wir denn hier? Wow. Was? Aua. Leute. Wo ist denn das Mistvieh, das da. Ach, da bist du. So. Wo war ich? Was wollte ich? Okay, dann geht's. Oh, es ist doch. Leider ist hier kein Schiff, aber es ist doch mehr da, als ich dachte. Ich bin schon ganz durcheinander. So will ich das. Oh no! Damit die nicht hören, dass ich reinkomme. Oh! Ich sollte die Lava woanders hinpacken. Mir ist im Moment gar nicht kalt. Mir ist im Moment gar nicht kalt. So, nein. So, okay. Ich glaube jetzt, ja. Tja. Da ist noch ein Mimikyu. Die lassen etwas fallen. Ich weiß allerdings gar nicht, wofür das gut ist, was sie fallen lassen. Das lassen sie fallen. Ich dachte, dass sie dann auch meinen Bogen kriegen, aber anscheinend kriegen sie meinen Bogen nicht. Vielleicht. Vielleicht war jetzt eine andere Mod. Oh, ich brauche. Okay. Ich weiß nicht, wo man die Sachen herkriegt. Vielleicht, weil es aus einer anderen Mod ist, dass die das deshalb nicht umsetzen können, was ich gar nicht schlecht fände. Gut, kurz nochmal. Blablabla. Ach, die spawnen hier nach, glaube ich. Deshalb. Der ist doch jetzt auf mich zugeflogen. Was machen wir denn? Sollen wir hier ein bisschen. Ich.
Ich hätte, gibt es hier auch andere Biome? Ich weiß es nicht. Ich hätte, Moment. Purpurblöcke brauche ich. Die nehme ich hier mit. Eiskalt nehme ich die hier mit. Weil, ja. 3, 4. Ich glaube, ich brauche auch nur 4. Wo? Wann was? Wo ist er denn? Ja, wo ist denn das Vieh? Hallo? Hier drin? Ja, ich höre es wohl. Ach, da ist er. So. Ja. Ich weiß nicht, aus welcher Richtung ich kam. Ich fliege einfach mal in diese Richtung. Nimm, 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 nimm. Ich weiß nicht, was das hier, diese Phantome, die scheinen mir nichts zu tun. Vorhin ist da eins geflü... Fliegen wir mal zu einem hin, aber ich glaube, die tun mir nichts. Ne? Nee. Oder doch? Ich weiß nicht, was man mit denen machen kann. Ich kann die nicht treffen. Ich habe auch keine Hitbox gesehen. Nichts. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie man die töten kann. Ich wollte meinen Drachen mitnehmen, das habe ich ganz vergessen. Ich wollte doch eigentlich. Ach nee, ich habe gesagt, den zweiten Enderdrachen mache ich damit meinem Drachen. So war es, genau. Sollen wir ein paar Prosperity Shards mitnehmen? Einfach nur, weil es hier so viele gibt. Nicht, dass ich noch so viele bräuchte, aber ein paar könnte ich eventuell schon noch brauchen. Und was bist du denn? Ach, du bist dasselbe Vieh, nur fliegen? Tschüss, bye bye. Schönes, keine Ahnung, ein schönes Leben. Ich möchte es nur wissen. Ich lasse ihn auch gleich wieder raus. Ich will es nur wissen. Nein. Okay. Spectre. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja. Ich meine, ja. Ich habe keine Ahnung mehr, in welche Richtung ich fliege. Zum Glück habe ich mir ein Waystone gesetzt, denn ich würde nie wieder nach Hause finden. Ja, gut, mit den Koordinaten schon. Ich muss ja nur die Nullkoordinate anpeilen. Aber wisst ihr eigentlich, wie lange man da fliegt? Und man hat immer das Gefühl, da ja da nichts ist, dass man halt einfach schon längst im Nichts ist. Wie viel davon? Ich glaube, wenn ich einen Stack mitnehme, reicht das, oder? Hier gibt es schön viel. Das farbt sich hier so schön. Und mir ist im Moment nicht kalt. Vielleicht hat das doch was mit der Oberwelt zu tun. Es wäre mir zwar neu, also dass der Nether und die Koordinaten des Nethers mit. Was bist du denn für ein süßes Schlob? Ich glaube, ich will noch eins. Ich will das für mein Zoo. Wenn die. Ich meine, die hier können ganz offensichtlich durch Blöcke fliegen. Die kann ich also nicht einsperren, wobei. Ach. Okay, das geht nicht. Die tun, was sie wollen. Das geht nicht. Und jetzt muss ich schauen, dass ich die Kette da wieder wegbekomme. Was? Aha. Soulheart. Was? Was? Ich habe kein Soulheart. Wo kriege ich das her? Ich kann denen ja nichts tun. Ich kann sie zwar anbinden, aber ich kann. Doch, kann ich. Ach, von unten? Nö, von oben? Aber ich tue denen nichts. Ganz offensichtlich kriegen die keinen Schaden. Vielleicht sind die auch gar nicht dazu da, dass man mit denen irgendwas macht. Vielleicht sind die einfach nur Ambiente-Tiere. Ambiente-Tiere.
Die sind ambiente Tiere. irgendwie habe ich das Gefühl, ach, da hinten könnte es weitergehen. Oh, so übers Nichts zu fliegen, das ist schon immer ein bisschen gruselig, finde ich. So. So, so. Da ist nochmal was. Aber es sieht mir nicht nach einer Festung, nach einer Endcity mit Schiff aus. Eher so, so überhaupt gar nicht. Wisst ihr was, da gehen wir, glaube ich, gar nicht erst rein. Da wird nämlich nichts drin sein, was mich interessiert. Hab ich alles, was ich für das Endagglomeratio brauche? Was bist du? Halt, da wollte ich nicht hin. Ich wollte das hier. Was bist denn du? Aha. Ja, dann... mein Rucksack ist auf T und mein Chat ist auf... mein Rucksack ist auf R und mein Chat ist auf T. Und wenn ich... wenn ich da ein bisschen hibbelig bin, dann verklicke ich mich immer. Wie schaut's da eigentlich aus? Nur weil ich hier gerade so viele sehe. Geh weg. Geh weg. Geh mit jemand anderem spielen. Okay. Ich wollte von den Viechern jeweils nochmal eins haben, habe aber keine mehr gesehen. Aber das blinde Hühnchen kann auch einfach irgendwas übersehen. Wenn ich nicht so schöne Powerfelder zu Hause hätte, dann könnte ich hier vom von der Inferium Essenz ja auch nochmal was mitnehmen, aber es braucht es einfach nicht. Hier könnte hier was Interessantes drin sein. Da ist der Mimikyu. Tschüss! Batz. Ich könnte da von oben reingehen. Dann muss ich mir das unten, das Getümmel, gar nicht geben. Wie viel habe ich denn jetzt schon? Ich habe 10. Sehr schön, 10. Dann kann ich ja schon mal 5. Ja. So. Ich nehme es nicht mit. Was ist das hier? Habe ich das schon? Ich weiß es nicht. Könnte sein, ich weiß es aber nicht. Ich sollte die Lava aus der Hand legen. Und aus welcher Richtung kam ich? Weiß keine Sau mehr. Ich fliege jetzt vielleicht einfach nur zurück. Egal. Ich bin... Mein Kopf... Ne? Hirnwürstel und so. Ich bin gerade total... Total denkbefreit. Das war doch das Kleine, wo wir schon her... Dann muss ich in diese Richtung. Und nein, Sätze zu Ende sprechen wird überbewertet. Ich bin unkonzentriert. Ich hätte auch eine Ausrede dafür, aber das braucht sie nicht. Ich werde mich in der nächsten Aufnahme etwas bemühen, ein bisschen konzentrierter zu sein. Vielleicht. Ein wenig. Ich hatte wirklich gehofft... Ach, das sieht vielversprechend aus, oder? Kein Schiff. Ich hätte gerne eine Elytra nur zum Haben. Und ich hätte gerne einmal eine Elytra zum Mitnehmen. Und dann hätte ich gerne noch einen Drachenkopf. Ich will euch nicht machen. Ich glaube, dass die Schätze, die ich da drin finde... Bitte, bitte, seid nicht böse, dass ich die Schätze nicht mitnehme. Ich weiß ja, dass... Ist das meins? Ist das mein Portal? Bin ich jetzt wieder an meinem Portal? Ist das ein neues Portal? Ich weiß es nicht. Ha. Wir fliegen noch ein bisschen weiter. Seid mir... Da. Da sind Fliegeviecher. Und das, ich weiß halt nicht, wofür das gut ist. Aber für irgendwas wird das doch bestimmt gut sein, oder? So. Mal kurz schauen. Ich habe jetzt Cosmo und Cosmo. Und dann hätte ich da gerne noch mal eins von diesen... Endergrades. Von diesen pummeligen, süßen... Ja, ich weiß gar nicht. Wie heißen diese Einzeller?
Die Tierchen. Wie heißen die nochmal? Daran erinnern sie mich. Genau daran erinnern sie mich. Mir fällt der blöde Name nicht ein. Nam, 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 nam. Vielleicht fällt er euch ein. Vielleicht fällt er euch ein. Ah, ich komme einfach nicht drauf. Mein Hirn möchte wirklich sehr verzweifelt herausfinden, wie die heißen, aber ich komme nicht drauf. Egal. Was ich sagen wollte, ich hätte gerne eine Elytra zum Mitnehmen und einen Drachenkopf zum Haben und Aufhängen. Und dann wäre ich hier auch tatsächlich vorerst mal fertig und zufrieden. Denke ich. Es ist immer noch kalt, aber ich friere nicht. Das finde ich gut. Also, dass ich nicht friere, finde ich gut. Dass es kalt ist, finde ich nicht gut. So, wo sind wir denn jetzt hier? Da hinten kommt auch... Ich dachte, ich hätte eine Mod reingemacht, die das Ende nochmal ein bisschen spannender macht mit anderen Biomen. Ich hatte, glaube ich, sogar gehofft, dass Biomes of Plenty ein paar Biome mit reinpackt. Aber ganz offensichtlich ist das nicht der Fall. Das ist ja doof. Was läuft da rum? Die Sachen, die ich von denen kriege, die sind sicher für irgendwas gut. Also, sie sind ganz offensichtlich für etwas gut. Man kann die Viecher bauen. Ich weiß nur nicht, was die Viecher machen, dass man die bauen wollen würde. Ich finde die Blöcke auch irgendwo schick, deshalb nehme ich die jetzt mit, aber ich hätte gedacht, dass man damit irgendwas machen kann und anscheinend kann man doch nichts machen. Wir haben hier übrigens noch einen Boss vor uns, den müssen wir aber persönlich spawnen. Also der ist hier nicht wild irgendwie am Rumfliegen. Ich weiß nur noch nicht, wie man den spawnt. Man braucht da irgendeine komische Larve oder so. Lava? Nee, das ist es nicht. Voidworm heißt der, glaube ich. Moment. Void? Voidworm Mandible? Nein. Voidworm Eye? Nein. Spawn Egg? Nein. Okay. Dann bin ich jetzt etwas überfragt. Ich dachte, dass man da irgendwie eine Larve craften kann oder so. Und wenn man die aussetzt, dann kommt der. Aber scheinbar muss man den wohl zusammensetzen. Und da habe ich sowas von absolut überhaupt gar keine Ahnung. Es wird kalt, ne? Es wird kalt. Ach ja. Sollen wir einfach noch eine zweite Aufnahme im Ende machen? Aber ich glaube, so komplett eine Aufnahme lang nur durchs Ende fliegen und hier die triste Landschaft beobachten, ist jetzt auch nicht so... Da kriegen wir... Ja, da. Wisst ihr, da. Ich möchte die Lava nicht ins Void laufen lassen, weil das nur belastend ist. Ich möchte mich eigentlich nur kurz aufwärmen. Dankeschön. So, und da holen wir uns jetzt einfach nur unsere Trophäen und dann sind wir wieder weg. Ja, wie ich das so mache. So. So, oh, alle lassen sie brav was fallen. Wisst ihr was? Schlup und Schlup. Oh, was? Wie? Wer? Moment, habe ich noch Platz im Inventar? Ja, für den Kopf habe ich noch, ne? Das ist doch viel besser, als sich hinzustecken und dann hier alles so verstümmelt zu hinterlassen. Ich meine, gut, verstümmelt hinterlasse ich es in gewisser Weise auch so. Jetzt muss ich mal auslagern. Das machen wir so. Dann holen wir uns eben noch... nehme ich das mit? Ja, jetzt fange ich an, hier knauserig zu sein und Dinge mitzunehmen, die ich gar nicht brauche. Ich könnte einen Schalker mit nach Hause nehmen, wobei ich kann Schalker nicht in meinen... Hallo. Ich wusste nicht, dass die so schnell kaputt gehen. Es tut mir leid. Ich kann den Schalker nicht in meinen Zoo packen, weil die sich halt raus teleportieren können und das dann witzlos. Geh doch mal auf.
Sehr schön, danke schön. Schlob. Ta-ta-ta-ta! Oh. Oh. vielleicht sollte ich mit dem Rucksack anfangen. So. Das gehört in meine, ja, das hier, das, ja, so, das hier, so, da, das hier, jenes, so, bla, bi, blub. Und das hier. Dann kann ich nämlich hier die Sachen mal rausmachen, bevor ich vergesse, dass die ja gar nicht da reingehören in meinen Rucksack. Ich bin dann nämlich wahnsinnig gut so, ja, die sind im Rucksack, dann gehören diese sicher rein. Und irgendwann, wenn ich Platz im Rucksack brauche, ach, guck mal einer an. Da hätte ich vielleicht schon längst mal aufräumen sollen. Die Lava nehme ich aber, glaube ich, mit. Wo packen wir die hin? Packen wir sie mit? Was habe ich denn hier? Nein. Hallo, ich würde gerne, danke, aus dem Inventar, aus dem Menü rausgehen. So. Dann nehmen wir natürlich das hier mit. Was haben wir hier? Das habe ich schon, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich brauche die Dia-Sachen eigentlich nicht. Ha. Ja, nee. Ich hätte noch gerne so ein pummeliges Etwas gehabt. Jetzt brauche ich doch nochmal Lava. Weil es mir schon wieder kalt wird. Da. Es wird warm. Ich hätte gerne noch mal so ein pummeliges Etwas gehabt. Ich hätte da gerne ein zweites gehabt für meinen Zoho. Und euch kann man bauen. Ich weiß allerdings noch nicht. Also, die sind garantiert für etwas gut. Warum sollte man die bauen können? Die machen garantiert irgendetwas Spannendes. Vielleicht können die Blöcke abbauen für den Spieler, aber dann sind sie beim Zoo irgendwie auch nicht richtig, weil ich, ne, ich will ja nicht, dass die den Zoo auseinandernehmen. Das ist dasselbe wie mit Enderman, die kann ich eigentlich auch nicht in meinen Zoo packen, weil die blöden Enderman halt Dinge tun. Also, sie können zwar Stand jetzt nichts abbauen, aber sie können sich raus teleportieren und das ist halt einfach witzlos. Was allerdings geht, und, also, Endermen, die einen Block in der Hand haben, teleportieren sich nicht weg. Ich habe da irgendwo bei mir im Keller noch einen Enderman mit einem Block von damals, bevor ich Mobgriefing ausgemacht habe. Und der steht da immer noch und kann sich da auch nicht raus teleportieren. Und nein, ich bringe ihn nicht um, der steht da ja gut. Ich könnte natürlich schauen, dass ich denen irgendwie versuche, einen Block in die Hand zu geben und die dann in meinem... Ich kann sie ihm so auch anketten. Ich denke, das geht. Wobei... Die teleportieren sich wahrscheinlich trotz Kette weg. Ha. Alles nicht so einfach. Hier geht's ja zu. So ein Pummeldingenskirchen hätte ich noch gerne. Pummeldingenskirchen, die heißen so. Und die Fliegeviecher da, ich denke, wegen Leine, die sind dazu da, um den Spieler irgendwie schneller reisen zu lassen am Ende. Was ich jetzt nicht brauche, da ich ja fliegen kann. Aber ich glaube, dafür sind die ursprünglich gedacht. Moment. Piep, 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 piep. Hier. Das hier, das ist der Mimikyu. Wo blättert man um? Hier. Hier haben wir den Spektre. Relative of the Overworld Phantom. Ja. Only be found in the Great Void between the Islands of the End. Cannot be attacked, also man kann sie nicht angreifen. By any normal means, except for magical damage like potions. However, there should be no need to attack them since creatures are completely passive. Like, usually they no interest in really matter, but they do find special interest in soul hearts and will follow any player holding it. Soul hearts. Can they respect you close enough? They can use a lead to attach themselves to a beast when attached. Pulled along by the spectre, the ghostly creature then becomes a quick and easy way to navigate the end. Willkommen zu ASMR mit Harry. Ich nuschel da immer. Also, man kann sie nicht angreifen. Mit Magie schon. Aber sie tun einem auch nichts. Also, warum sollte ich? Ich tue denen auch nichts.
Wenn die mir nichts tun, tue ich ihnen auch nichts. Auch wenn ich es versuche. Ich habe es ja nur versucht. Studieren. Erstmal draufhauen, dann nachfragen. Draufhauen. Hat das wehgetan? Nein? Dann hau ich nochmal mit dem Hammer drauf. Hat es jetzt wehgetan? Wehgetan? Immer noch nicht? Moment, ich habe hier auch noch eine Keule. Wams. Und jetzt? Hat es jetzt wehgetan? Hallo? Warum sagst du nicht so? Hallo? Hallo? Oh, das fühlt sich jetzt aber matschig an. Nein, es ist nicht lustig, aber. Aber irgendwie halt doch. Ich wüsste so gerne, was es mit diesen Viechern auf sich hat. Ah, ich kann, da kann ich natürlich auch nachschauen. Habe ich schon fast. Ich hatte das Buch gerade heraus. Naja. Die Blöcke sehen echt lustig aus. Die sehen echt schick aus. Ich weiß zwar noch nicht. Die könnte ich in meinem Magierturm zu Hause verbauen. Farbtechnisch würden die ja dann da gut hinpassen. Wo ist denn nochmal so ein Pummeltierchen? Hallo, Pummeltierchen. Butt. Also, so viel auch zu, ich nehme nur eine halbe Stunde auf. Ja, ich denke, da ich alles habe, kämen wir nach Hause zurück. Ich habe gerade ein bisschen gestockt, weil ich dachte, hat der Enderman mich jetzt gesehen? Komm da hinterher. Pff. Meine Zunge ist heute sehr müde. Und ich spreche, versuche schnell zu sprechen. Ich versuche eigentlich langsam zu sprechen und laut und deutlich. Aber ich bin heute wirklich... Aber wie gesagt, ich habe eine gute Ausrede. Ich habe eine gute Rechtfertigung. Dass sie so fertig bin. Du bist ein großes Vieh, oder? Was lässt du eigentlich fallen? Okay. Da fliegen wir jetzt noch hinten hin und dann gehen wir nach Hause. Und dann gibt es auch noch das Rezept für heute. Nein, das Rezept, das kann ich euch jetzt gleich erzählen. Ich habe mir gedacht, wenn man an Kichererbsen denkt, dann denken viele, das ist ja voll langweilig, das will doch keiner und was soll man damit anfangen? Ich möchte euch Kichererbsennudeln heute ans Herz legen. Geh auf. Sagte, geh auf. Geh auf. Gerade noch aufgefangen. Kichererbsennudeln. Ja, mit einer zweiten Elytra wird es dann wohl nichts. Mit einem zweiten Drachenkopf ist okay. Merke ich mir. Und zwar als Ersatz für normale Nudeln, für alle, die zum Beispiel eine Glutenunverträglichkeit haben oder die eventuell so komplett pflanzlich essen wollen oder... Ich habe das Problem nicht. Ich will weder komplett pflanzlich essen, noch habe ich irgendeine Unverträglichkeit. Deshalb könnte ich theoretisch essen, was ich will. Die Kichererbsennudeln haben nur den Vorteil, dass sie etwas mehr Eiweiß haben. Und ich versuche ja meinen Eiweißkonsum, oder was heißt versuchen, ich habe meinen Eiweißkonsum etwas hochgeschraubt. Dadurch, dass ich ja weniger Kohlenhydrate esse, muss ja irgendwo was anderes her. Das ist Eiweiß und Fett. Und Eiweiß macht satt und deshalb ist das eine ganz tolle Sache. Kichererbsennudeln gibt es übrigens in so ziemlich jedem Supermarkt inzwischen. Ich weiß, ich kenne nur die Spirelli als... als Form. Ich habe die noch nicht in anderen Formen gesehen. Gibt es vielleicht auch. Das Einzige ist, es muss eigentlich eine relativ kompakte Nudel sein, denn wenn man die zu lange kocht, dann hat man einfach Matsch. Also die zerkochen sehr schnell. 3-4 Minuten reichen. Ich glaube, auf der Packung steht 5 und das ist mir schon zu weich. Und die macht man wie normale Nudeln. Und mein Rezept wären dann diesmal einfach ganz normale Schinkennudeln mit Ei und Käse. Das wäre sicher runtergefallen, wenn ich da nicht sofort da gewesen wäre. Jetzt kriege ich meinen zweiten Kopf. Es ist einfach wieder ein so schönes, schnelles und einfaches Rezept, das die meisten mögen. Und ich meine, wer auf Fleisch verzichten möchte, lässt den Schinken weg. Und wer sich vegetarisch ernähren möchte, der lässt auch den Schinken weg. Wer sich vegan ernähren möchte, der muss halt dann noch einen Sojakäse nehmen oder so.
Keine Ahnung. Also vegetarisch sehe ich ein, vegan leuchtet mir noch nicht ganz so ein. Aber vielleicht kommt die Zeit auch noch. Ich glaube, ich lasse das hier. Jedenfalls, ihr kocht die Nudeln, packt da ein bisschen Schinken rein. Was auch nett ist, wenn man das Ganze nochmal anbrät, mache ich nicht, das dauert mir dann zu lang. Dann, wenn ich das dann sehe, dann will ich einfach essen und nicht nochmal extra eine Weile warten müssen. Oh! Oh, der ging jetzt aber schön kaputt. Na gut, einen nehmen wir noch mit, damit es eine gerade Zahl ist. So. Ich packe euch aber nicht nur die Kichererbsnudeln als Empfehlung in die Kommentare, wenn ich dran denke. Oh, ich hoffe so, dass ich dran denke. Ich packe euch das ganze Rezept rein, also Kichererbsnudeln, Eier, Schinken, Käse. Natürlich mache ich dann wieder den Scheiblettenkäse rein, weil der so schön schmilzt. Man kann aber natürlich auch einen guten Emmentaler reinmachen oder Gouda wäre mein Lieblingskäse, den mache ich da dann auch gerne rein. Und dann hat man leckeres Essen. So, wir gehen nach Hause. Gehen wir nach Hause? Können wir... What? What? Wir gehen nach Hause. Wir machen das uns ganz einfach hier so. Pfui. Und dann... dann müssen wir uns... Nein, wisst ihr was? Wir gehen jetzt nicht nach Hause. Wir gehen in der nächsten Aufnahme nach Hause und holen uns dieses doofe Ei. Dann wünsche ich euch bis dahin einen ganz wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!